Barbara Mayer genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Im Mai verkünden das Model und sein Mann Clemens Hallmann freudige Nachrichten. Sie erwarten nach Töchterchen Marie-Therese das zweite Kind. Die Kleine kommt vor 2 Jahren auf die Welt und wird nun also bald eine große Schwester. Im Promiflash-Interview zu ihrer zweiten grüner Knopf-zertifizierten Kollektion mit Lidl spricht Barbara ausführlich über ihre Schwangerschaft und berichtet, wie gut es ihr aktuell geht. Ich habe keine negativen Anzeichen, keine Probleme, bis auf, dass mein Bauch größer wird. Aber würde der nicht immer weiter wachsen, würde ich gar nicht merken, dass ich schwanger bin. Also, ich fühle mich genauso wie vorher. Zwar hat die Germany's Next Topmodel-Siegerin von 2007 ab und zu mit Müdigkeit zu kämpfen, zum Glück lässt Marie-Therese sie aber gut durchschlafen. Toi toi toi, dass das zweite Kind auch so wird. Ich bewundere alle Mütter, die da ein paar Jahre lang schlecht schlafen. Doch so oder so, Barbara und Clemens erwarten ihren Nachwuchs mit großer Vorfreude und erleben von Anfang an alles gemeinsam. Schon beim ersten Schwangerschaftstest ist der Selfmade-Millionär dabei. Wir haben gemeinsam voller Spannung auf das Ergebnis gewartet. Es war sehr schön, dass wir das gemeinsam erlebt haben. Und auch ihre Zweijährige ist bei dem Test anwesend, kann die Situation allerdings noch nicht richtig begreifen. Das ändert sich inzwischen. Mittlerweile ist sie schon so, dass sie weiß, Mama hatte ein Baby im Bauch. Und wenn irgendwo ein Baby abgebildet ist, dann zeigt sie auch auf meinen Bauch. Sie versteht das also schon unglaublich. Sieht ganz so aus, als ob Marie-Therese die perfekte große Schwester wird. Aber bekommt sie einen Bruder oder eine Schwester? Das wollen die Eltern aktuell noch für sich behalten. Außer uns weiß das niemand, auch die Großeltern nicht. Ich glaube, wir werden das irgendwann schon sagen, aber gerade fühlt es sich noch nicht so an, dass wir das teilen möchten. Irgendwie ist es gerade schön, dass auch mein Mann und ich was haben, was mal noch unseres ist. Auch den Babynamen wollen die beiden nur unter sich ausmachen. Das stellt die Laufstegschönheit aktuell noch vor Probleme. Sie schiebt die Namenswahl für ihr zweites Wunder vor sich her. Die Verantwortung ist ihr einfach zu groß. Ich habe dummerweise so ein paar Artikel gelesen, wie einflussreich Namen für uns sind. Da fand ich es dann plötzlich so groß und schwer, diese Verantwortung zu tragen. Ich will ja, dass das Kind glücklich ist mit seinem Namen. Deshalb muss sie sich erst in aller Ruhe damit befassen. Es kann auch tatsächlich sein, dass die Schauspielerin nicht zum letzten Mal damit zu kämpfen hat. Denn ihre Familienplanung ist noch nicht unbedingt abgeschlossen. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen so 2 bis 3 Kinder. Das ist immer noch nicht entschieden. Wir wollen schauen, ob 2 Kinder unsere Familie komplett machen. Wenn wir dann fühlen, es darf noch jemand dazu, sind es vielleicht irgendwann 3. Jetzt konzentrieren Barbara und Clemens sich aber erstmal völlig auf die Geburt ihres zweiten Kindes und bereiten sich auf den Alltag als 4-köpfige Familie vor.